Um 5,3% sollen ab 2023 die Politikergehälter steigen. FPÖ-Chef Herbert Kickl fordert indes eine Gehaltskürzung. Kickl reagiert damit auf den Österreich-Artikel über steigende Politgagen. Wenn das Parlament nicht noch im Dezember die Notbremse zieht, dann erhalten Politikerinnen und Politiker ab 01.01.2023 ein Plus von 5,3%. Die FPÖ wird sich im Parlament gegen eine Erhöhung der Politikergehälter aussprechen. Verantwortungsbewusste und bürgerfreundliche Politik habe die Aufgabe, die Bevölkerung, die aufgrund ihrer Einkommenssituation vor der Teuerungswelle besonders hart getroffen wird, zu unterstützen. Und weiter. Ihre Aufgabe ist es aber nicht, Topverdienern, zu denen Spitzenpolitikern ohne Zweifel gehören, das Gehalt zu erhöhen oder ihnen einen Klimabonus auszuzahlen. Das gilt aus meiner Sicht auch für die Ebene der höchsten Beamten, die allesamt im Unterschied zur Masse der Arbeitnehmer einen sicheren Job haben. Und das sollte vor allem auch für die Manager im staatsnahen Bereich und insbesondere in den Energiekonzernen mit Anteilen der öffentlichen Hand gelten. Zur Gehaltserhöhung sagt Kickl, eigentlich wäre es angebracht, dass man angesichts der katastrophalen Teuerungssituation überdies den Regierungsmitgliedern und den Top-Vertretern der Scheinopposition, die mit ihrer kontinuierlich falschen und österreichfeindlichen Politik von Lockdowns bis hin zu den Russland-Sanktionen, dem Versagen in Sachen Völkerwanderung und dem übers Knie gebrochenen Versuchs einer Energiewende im Turbotempo diese Teuerungswelle bis zum heutigen Tag weiter anheizen, nicht nur keine Gehaltserhöhungen gibt, sondern ihnen als Strafe für ihr Versagen einen Teil des Gehalts des kommenden Jahres kürzt.